Hallo ihr Lieben und voll laut. Willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. So, Kian, wir haben ein magisches Ei. Was machen wir damit? Machen wir jetzt hier auf das Loch oder? Oder auch nicht? Magisches Loch. Ansehen, reden, benutzen. Wahrscheinlich benutzen. Ich kann mich nicht durchzwängen. Oh. So sehr ich es auch versuche. Dann mach dich schlank, Kian. Dann reden wir mal. Müssen wir nochmal singen? Schon was gefunden? Es ist ein ansehnliches, eigroßes Ding von magischer Erscheinung. Ja, ich glaube schon. Okay. Darauf. Ah! Oh. Hey, hoppla! Was hast du gemacht? Ich habe das Ei benutzt. Hast du nicht zugesehen? Nein. Aber siehst du? Siehst du? Ich hab's ja gesagt. Das magische Ei hat geholfen. Ich vermute, du brauchtest einen magischen Gegenstand, weil du so durch und durch unmagisch bist. Ich bin ein magischer Vogel. Ich bin mein eigenes, magisches Ei. Ganz ohne Requisiten. Und jetzt sind da magische Symbole? Oh, krass. Naja, viel Glück damit. Okay. Rune? Alles klar, also. Yay. Gut gemacht, Großer. Und gut gemacht, ich. Weiter geht's, Vogel. Krähe! Och, wie schwer kann es sein, sich das zu merken? Krähe! Na, dann sind wir ja durch, Kian. Dann kommen wir jetzt ja in den Turm rein, ne? Was hat er vor? Nein! The game crashed! Was? The game crashed report folder name 2017-2219544. Next to game. Ups! Steht da. It would be great if you sent a developer of the game. Ach, ey. Okay, wir starten nochmal neu. Das Game ist gecrashed zum allerersten Mal. Steam. Bibliothek. Dreamfall Chapter. Das tut mir ja leid, aber kann ich nichts für. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht permanent. Ach ey, was machen wir denn dann? Was ist denn da los? Ich hoffe, kam das jetzt mit dem Update? Haben sie da irgendwas verhunzt? Ich werde davon nachher mal einen Screenshot machen und das den rüberschicken. Okay. Weiter. Oh, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht permanent irgendwie ein Schaden. Okay, da starten wir wieder. Oh, oh, ich bin gespannt, ich bin aufgeregt. Ich drück die Daumen mir selber. Und? Dreamfall Chapters. Okay. Früher gab es hier unten viele dieser Kreaturen. Grobolde. Aber sie sind alle verschwunden.
Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sein könnten. In die Welt oben hätten sie nicht so richtig gepasst. Vor allem mit den, diesen neuen Richtlinien hinsichtlich der magischen. Wonach wir suchen, ist also genau dort. Das treibende Ding, in dem man rudern kann. Ein Boot? Genau! Rudere, 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 sachte auch über rudern. Den tiefen, dunklen, unheimlichen Untergrundsee voller uralter, tentakliger Gruseligkeit aller Art und schlafenden Göttern. Bitte, Vogel, sei still. Krähe! Und ich versuche nur, die Stimmung aufzulockern, Großer. Du musst mehr lachen. Ich lache, wenn es angebracht ist. Zeig's mir! Was? Nein! Ich werde dir hier nichts vorführen wie ein dressierter Affenmensch. Komm schon, wollen wir nicht Boot fahren gehen? Der Eingang zum Turm liegt am anderen Ufer. Wenn du also nicht vorhast zu schwimmen... Ja, ich dachte, ich wollte hier euer Gespräch lauschen, aber... Komm schon, du kannst das. Es ist ganz leicht. Etwa so. Vom Schwimmen würde ich dringend abraten. Ah, ich muss rudern, sonst meckert er. Siehst du? Du öffnest dein Singloch, lächelst und stößt Luft durch. Ich meine, ich habe einen Schnabel. Ich weiß nicht, wie es bei euch Menschen funktioniert, aber wenn ich raten müsste... Oh, Kian. Das ist traurig. Offen gesagt, war das verstörend. Bitte mach das nie wieder. Ich gebe dir mein Wort drauf. Gut. Also, haben du und April je rumgemacht? Alter, du weißt schon, euch gepaart. Kopuliert. Nein. Vogel, du musst lernen, was Anstand ist. Und ich bin schwul. Ah, doch. Okay. Paare mich nicht mit Frauen. Interessant. Ich selbst ziehe Weibchen vor. Aber es ist ja nicht so, dass es viele von uns gäbe, was auch immer meine Spezies sein mag. Und solange ich keine eigene Familie gründe, wen juckt's? Obwohl ich ja gern eine Familie gründen würde. Ich werde alt. Man mag es mir nicht ansehen, aber ich habe mir schon ein paar graue Federn ausgezupft. Und ich spüre es in meinen Flügeln. Meist sind sie morgens so steif wie trockene Zweige. Ich werde nicht ewig da sein. Es wäre schön, eine junge Ehefrau zu haben, die sich an meinem Lebensabend um mich kümmert und das Essen für mich und unsere Schlüpflinge wieder hochwirkt. Ich würde so gern einen Teil der Weisheit weitergeben, die ich bei meinen Reisen durch die Welt erworben habe, weißt du? Und sämtliche Witze. Ich bin sicher, du wirst dem richtigen Vogel schon bald begegnen. Das hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Ich brauch gar nichts mehr sagen, ne? Die erledigen hier alles für mich. Also Kian ist doch schwul, habe ich doch richtig mitbekommen. Ich war mir ja nicht ganz sicher, wo wir mit der... nicht April. Ah, wie hieß sie denn? Jen... Nee. Ah, wie hieß sie nochmal? Ich vergesse ihren Namen immer, die Rothaarige. Ich will immer Jennifer sagen. Die hieß aber anders. April war die andere? April Ray? Nein, ihr wisst schon, wen ich meine. Dann hatte ich mich ja doch richtig entschieden, da. Oh. Da sind wir. Das ist es. Das ist unglaublich. Das ist wunderschön. Meine Haut prickelt. Es kommt eine seltsame Energie aus. Das sind Träume. Diese wirbelnde blaue Säule? Anscheinend. Wenn man genau aufpasst, kann man sie hören. Tausende Stimmen. Wunderschön. Das hier haben Grobolde gebaut, die hier unten lebten. Eine Art Behälter, um Träume aufzubewahren. Und jetzt sind die Grobolde rätselhafterweise verschwunden. Möglich, dass ein größerer Plan dahinter steckt, den mein kleines Vogelhirn nicht begreifen kann. Der Turm ist direkt Alter. Über uns. Sie haben den Turm über diesem Ort erbaut. Das kann kein Zufall sein. Oh, da wir gerade von Zufällen sprechen. Ich erinnere mich an den Tempel, der früher da oben stand, ehe sie ihn abgerissen haben. Den Tempel der Wächter, der Beschützer des Gleichgewichts. Hübsch war der. Herrliche Wandbilder. Schade, dass er zerstört wurde.
Und wie ich schon sagte, vermutlich nur ein Zufall. Das ist mein Weg nach oben. Ich fliege hinauf und warte oben auf dich. Wird eine Weile dauern, bis du ganz oben bist. Warte, markieren! Ich will mich angucken. Umgucken! Ah! Wir dürfen uns nicht aufgucken. Ich wollte den Träumen lauschen. Da werden Träume aufbewahrt, das ist ja doch. Was ist das? Und damit beginnt es. Ach du Scheiße. Nein. Sind es jetzt unsere oder sind das die anderen? Okay, es sind die anderen. Scheiße, sie versuchen durchzubrechen. Oh, das ist nicht gut. Okay, komm, Kien, wir müssen uns beeilen. Fuck. Nein, der General ist tot. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Hatte sogar Zeit für ein Schläfchen. Beim Licht. Das ist unglaublich. Es muss Jahre gedauert haben, das alles zu bauen. Ziemlich raffiniert. Und meine Güte, wie das blitzt. Ihr Asadi habt es wirklich mit Metall, was? Also, was nun? Ich muss an die zentrale Kontrolltafel des Apparats kommen. Dort sollte es ein Sprechrohr geben, mit dem ich Anna, Eno und Ferdus erreichen kann. Anna! Ich vermute, dazu müssten wir in die Mitte dieser Kammer. Und... da ist jemand. Es ist nur eine Person. Siehst du, ob er bewaffnet ist? Ich glaube nicht. Er sieht wirklich alt und gebrechlich aus. Täusch dich da mal nicht. Du kannst ihn wahrscheinlich mit dem kleinen Finger umbringen. Übrigens, er kommt mir bekannt vor. Aber ich irre mich wahrscheinlich. Meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Wir müssen vorsichtiger sein, sonst löst er den Alarm aus. Bleib hier, Vogel. Krähe. Krähe. Ich heiße Krähe. Ich... Gelange zum Sprachrohr oder Sprechrohr. Alter. Euch köpfen lassen, wisst ihr? Ich kann euch in kleine Fitzelchen zerreißen und an die Maden verfüttern lassen. Was? Nein, natürlich nicht, Ulkopf. Aber wenn ihr mir noch eine falsch ausgerichtete Datenkugel schickt, sorge ich persönlich dafür, dass sie in euren Allerwertesten hineinpasst. Okay, erster am Meckern. Krähe? Also, was machen wir, Großer? Ich muss die Person da drüben entfernen. Entfernen? Warum sagst du nicht einfach ermorden, wenn du das meinst? Du willst den alten Mann ermorden? Kaltblütig? Was? Nein, ich ermorde niemanden. Ich werde ihn kampfunfähig machen. Mit anderen Worten, ihn umbringen, abschlachten, auslöschen, ihn von seinem Elend erlösen, ihn ins Jenseits schicken. Ich könnte dich ermorden. Kapiere. Oh, Alter. Krähe, was los? Ich meine, guck mal, in was für einer Situation wir auch stecken. Wir werden, denke ich mal, tun, was notwendig ist, um die anderen zu retten. Mach nur, erledige deine schmutzigen Geschäfte. Ich warte hier drüben. Ja, wir müssen ihn ja nicht ermorden. Vielleicht können wir ihn ja wirklich irgendwie unfähig machen, Krähe. Wer gleich über mich urteilt, ne? Steuerung? Diverse Steuerelemente für die Maschine. Da hinten ist der alte Mann. Wir wissen ja, wer er ist. Das scheint ein alter Mann zu sein. Ob er Techniker ist? Nee, ich glaube nicht. Okay, was haben wir denn hier noch? Oh. Wie abgefahren, ne? Die Zahnräder hier im Berg drin, ne? Kirkieren vorsichtig. Haben wir irgendwas dabei? Nee, haben wir nicht. Versuchen wir uns da mal ranzuschleichen. Können wir hier irgendwas mitmachen? Drehknöpfe und Skalen, Hebel und Anzeigen. Ich weiß nicht, wofür die sind.
Drück einfach mal, oder? Skal. Okay, Skal. Ich hoffe, er sieht uns jetzt nicht. Und was ist denn jetzt schon wieder? Führt auf jeden Fall Selbstgespräche da hinten. Da hinten haben wir noch eine Schalttafel. Gucken wir uns die erstmal an. Maschinen. Das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Können wir hier irgendwas machen, Kien? Das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Das sind alles Träume hier, ja, die hier so rumwuseln. Habt ihr den Fluxkondensator bereit gemacht? Was? Der Fluxkondensator? Dann tut es. Zurück in die Zukunft? Das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Ah, okay. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir uns jetzt da irgendwie anschleichen bei ihm? Der wird sich bestimmt zur Wehr setzen. Ich kann das nicht glauben, dass er sich so leicht überrumpeln lässt. Warum geht da eine Leiter nach unten? Was sollte man da unten wollen? Auch hier vielleicht für Wartungsarbeiten. Okay, hier haben wir einen Hebel. Kien, benutze diesen Hebel bitte. Schalter. Was? Was? Ah. Okay, danke. Damit ist uns der Weg erstmal geebnet. Krähe, kommst du mit oder Krähe bleibt da hinten, ne? Das sieht so abgefahren hier aus. Wie haben die das gebaut, ey? Hier ist auch nochmal Maschine. Können wir da was machen, Kien? Das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Okay, da können wir auch nichts machen. Wird das jetzt hier so eine Art Showdown? Eigentlich müsste das ja bestimmt irgendwie mit Zoe auch nochmal weitergehen, ne? Wir haben ja gesehen, wir waren ja in dem Labor da irgendwie gelandet oder wo auch immer. Und hatten keine Haare mehr auf dem Kopf. Okay, dann stellen wir uns hier jetzt erstmal hin. Genießen diesen Anblick. Sieht schon abgefahren aus. Boah. Wir haben ja auch gesehen, wie riesig dieser Turm ist, ne? Na gut, ihr Lieben. Ich mache hier nochmal eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten... er ist auch permanent am Quatschen da drüben, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Dreamfall Chapters. Ich hoffe, es crasht nicht nochmal. Ah, was war da los? Was war da los? Ich weiß es nicht. Alles klar, ihr Lieben. Bis denn. Bye, bye.